Vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein darf, um Ihnen ein Forschungsprojekt vorzustellen, das sich so ein bisschen grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie gut eigentlich digitale Methoden und mittelalterliche Geschichte zusammenpassen, welche Hürden man da nehmen muss und welche Fragestellungen sich vielleicht dann auch tatsächlich eignen, um da den methodischen Anspruch in die Praxis umzusetzen. Es ist nämlich dieses Mal anders als bei meiner DIS, da hatten wir so ein bisschen das Gefühl, da kommt quasi die quantifizierende Methode zum Thema. Und dieses Mal wollte ich explizit ein bestimmtes Thema bearbeiten und da geht es um mittelalterliche Rechtspraktiken in England, so grob 1200 bis 1400. Ich habe sozusagen noch nicht ganz entschieden, wo ich anfange und wo ich aufhören will. Und da ich nun seit einigen Monaten hauptverantwortlich auch für die Digital History an der Uni Bielefeld bin, möchte ich das natürlich gerne mit digitalen Methoden erschließen. Ich möchte Sie also mitnehmen auf die Reise und der Frage nachgehen, welche Unterfragen, welche Perspektiven auf das Quellenmaterial, das ich Ihnen gleich kurz vorstellen möchte, die digitalen Methoden so liefern. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich am Ende auch auf diese Diskussion einlassen könnten und mir vielleicht sogar auch den ein oder anderen Hinweis noch geben, wie wir das am Ende auch in der Projektarbeit ganz gut umsetzen können. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt freigeben werde. Sehen Sie das alle? Das ist jetzt die obligatorische Frage. Ja, gut. Also, es geht heute um digitale Methoden in der mittelalterlichen Rechtsgeschichte und ganz konkret um Menschen vor Gericht in englischen County Courts. Thorsten Hildmann hat das gerade schon angesprochen. Meine Dissertation beschäftigt sich mit einem sprachwissenschaftlichen Thema eigentlich. Ich habe die Semantik untersucht eines lateinischen Wortes, Virtus, in früh- und hochmittelalterlichen Fürstenspiegeln und habe damals mit einem theoretisch-methodischen Überbau gearbeitet, der es mir erlaubt hat, nicht über Akteure zu sprechen, weil ich gerne Sprachentwicklungen jenseits des einzelnen Sprechaktes untersuchen wollte und habe jetzt mit dem neuen Projekt oder mit dem nächsten großen Projekt, das ich heute zeigen möchte, beschlossen, es muss mal wieder um Menschen gehen. Also geht es heute explizit um Akteure und ihre Praktiken vor mittelalterlichen Gerichten in England. Sie sehen auf der Folie den Anfang der sogenannten Huntingdonshire Eyre Roll von 1286 und den lateinischen Wortlaut für den vorliegenden Fall, mit dem ich heute meine Ausführung beginnen möchte. Man tritt hier als Schwurgericht zusammen, um die Rechtmäßigkeit eines Besitzanspruches zu klären, sowie die Frage, ob der Sohn der betroffenen Frau, die hierzu vor Gericht zieht, Agnes, ob ihr Sohn Walter der rechtmäßige nächste Erbe sei. Si predictus Walterus propinquo eius heresit. So ein paar Formulierungen habe ich Ihnen hervorgehoben, auf die ich jetzt sozusagen eingehe, um das zusammenzufassen. Grundlage dieses Anspruches ist ein Rechtsmittel im hochmittelalterlichen England, das sogenannte Writ Mordaensis Dor, wo es darum geht, dass man sozusagen, wenn ein Vorfahr verstirbt und es dann darum geht, wer sozusagen dann den Besitz weiter erhält oder bewirtschaften kann. Im sogenannten Glenville, einem Rechtsbuch aus dem späten 12. Jahrhundert, wird die Legitimation dieses Anspruchs wie folgt beschrieben. Das zitiere ich jetzt mal auf Englisch, ob der besseren Verständlichkeit. When anyone dies, seized of a free tenement, also wenn in Besitz eines einer freien Pacht, if he was seized in his demesne as of fee, then his heir can lawfully claim the seisin which his ancestor had. Also in dem Moment, wo jemand stirbt, der den Besitz, also Besitzanspruch auf dieses Land hat, während er diesen Besitzanspruch aktiv hat, kann derjenige, der sein Nachfolger und Erbe ist, eben diesen Besitzanspruch erneut beanspruchen quasi. Der Autor des Rechtsbuches, man schreibt es eben diesem Robert Glenville zu, liefert anschließend mehrere Beispiele für solche Schriftstücke, diese Writs, von denen ich eben gesprochen habe, mit denen man diese Prozesse erobert. Das englische Rechtssystem im Hochmittelalter ist ein sehr schriftliches System verhältnismäßig, weil sie eigentlich, um jeden Prozess zu eröffnen, brauchen sie so ein kleines königlich gesiegeltes Schreiben, das sie dem entsprechenden Gericht oder dem Verwaltungsbeamten, dem Sheriff eines Countys beispielsweise vorlegen können, um diesen Prozess zu eröffnen. Und diese Writs sind sehr strukturiert, sehr formalisiert. Das ist der erste Blick sozusagen ins Korpus auch. Und davon haben wir einige überliefert. Und diese Writs sind Schriftstücke, die notwendig sind, um ein solches Verfahren überhaupt zu eröffnen. Und die verschiedenen Varianten dieser Writs decken verschiedene soziale Konstellationen ab, die für die Frage nach der Erblichkeit oder Vererbung eines Besitzanspruchs relevant waren. Also es geht hier um Landbesitz und um dessen Vererbung oder die Vererbung dieses Anspruches. Und es gibt eine ganze Reihe von formularisierten
Formulierungen für die Form des Anspruchs. Also wenn der Vater stirbt, geht es auf den Sohn über. Was ist mit den Frauen und so weiter? Ja? Also für verschiedene soziale Konstellationen, die man sich jetzt in so einer Erbsituation vorstellen kann, gibt es quasi verschiedene Vorlagen. In unserem Fall zieht Agnes Engels für ihren minderjährigen Sohn Walter vor Gericht. Walter qui infra etatem est, steht in unserer Dokumentation. Also Prozess oder Klägerin quasi ist hier die Agnes. Den Anspruch hat aber eigentlich ihr Sohn. Die Dokumentation des Falls in der Huntingdonshire IR Roll zeigt, dass auch hier ein Fall nach dem Writ Mordanzersdorf vorgelegen haben muss, weil eben der Anspruch über den Ehemann der Agnes legitimiert wird, ein gewisser John, der gestorben ist, während er das erwähnte Stück Land im Besitz hat. Agnes versucht nun, den Anspruch ihres minderjährigen Sohnes als Erbe des Besitzes zu sichern. Die Gerichtsgegner der Agnes sind Johanna, die Ehefrau eines gewissen Walter von Washingley und ihr Sohn Radulfus, Randolph, von denen John Engles, also der verstorbene Mann und Vater von Walter, dieses Land, um das es hier geht, vermutlich gepachtet hat. Also ich fange an mit einer relativ komplexen Situation, aber ich glaube, man kann die Konstellation sich einigermaßen vorstellen. Johanna, also die Frau von dem Verpächter sozusagen, berichtet vor Gericht, dass sie eigentlich nichts weiter fordere als einen gewissen Geldbetrag, 8 Schilling jährliche Rente, weil sie und ihr Sohn, den jungen Walter, nachdem nämlich der Vater, über den dieser Anspruch aufrechterhalten wird, gestorben war, als Mündel angenommen haben. Also es gibt hier eine mehrfach sozial konnotierte Konstellation. Es gibt Agnes und John mit Walter und es gibt Johanna und Walter und Randolph. Johanna, Walter und Randolph von Washingley sind die, die das Land besitzen und die Engles sind die Pächter. In dem Moment, wo der männliche Pächter, der John, gestorben ist, hat sich sozusagen die verpachtende Familie des Sohnes angenommen, um den aufzuziehen. Das ist eine relativ komplexe Situation auf den ersten Blick, aber genau diese Verhältnisse sind eigentlich die, die mich interessieren. Denn was Sie in dem Vortrag merken werden, das, was daran spannend ist, ist gar nicht so sehr alleine der Besitzanspruch, der da verhandelt wird, sondern wer eigentlich wen vor diesen Gerichten verklagt. Vor welchen Gerichten diese einzelnen Gruppen miteinander im Konflikt, ihren Konflikt quasi austragen und welche sozialen Interaktionen und auch welche sozialen Konsequenzen diese Gerichtsfälle jeweils haben und wie man das in einem spezifisch ausgestalteten Rechtssystem wie dem Englischen untersuchen kann. Am Ende der Verhandlung steht gar kein Urteil, sondern man einigt sich. Eine Concordia. Das ist aber auch relativ üblich. Also es gibt gar nicht notwendigerweise immer einen Urteilsspruch, ein Judicium, sondern ganz oft einigt man sich eben auf einen Geldbetrag zum Beispiel. Also es ist so ein bisschen, fühlt sich an wie eine außergerichtliche Einigung. Ne? Erst geht man quasi vor Gericht und bevor es dann zu einem harten Urteil kommt, einigen sich die Parteien ganz oft. Etwa 14% der Fälle vor dem IR-Gericht, und was das ist, dazu komme ich gleich, endet mit einem Vergleich zwischen den Parteien. Es ist also gar nicht unüblich. Darüber hinaus wird in der Dokumentation noch festgehalten, dass diese Einigung sowohl für die Erben des Radulfus als auch für die Erben des Walter gelten sollte. Also man versichert sich hier in die nächste Generation hinein. Also selbst wenn die, die jetzt die Ansprüche verhandeln, dann versterben, während sie sozusagen im Besitz dieses Landes sind, gilt es eben auch für die nächste Generation. Das, was Sie hier sehen und was ich auch als Foto mitgebracht habe, ist ein Fall in der sogenannten Huntingdonshire IR Roll, das habe ich eben schon gesagt, und ist im Prinzip ein Beispiel für den Kontext, um den es mir heute gehen soll. Ich sprach im Titel von Menschen vor den County Courts. Es geht aber nicht nur um die County Courts als eine Organisations- oder Gerichtseinheit, sondern es geht auch um die sogenannten umherziehenden Richter. Diese Huntingdonshire IR ist nämlich die Gerichtssitzung der umherziehenden Richter, der Justices in IR, eine Rechtsinstitution in England, die seit dem 12. Jahrhundert einigermaßen regelmäßig eingesetzt wird, wo die hauptamtlichen Richter des Königs durchs Land ziehen, um zu Gericht zu sitzen und sozusagen einen Anspruch königlicher Gerechtigkeit in den Lokalitäten und dann auch in den Counties herzustellen. Das führt innerhalb des Gerichtssystems durchaus zu einer konfliktbehafteten Situation, was Ansprüche auf Gerichtsbarkeit und so weiter angeht. Im Prinzip geht die Gerichtsbarkeit natürlich immer vom König aus, aber Sie können sich schon vorstellen, dass wenn vor Ort normalerweise
die sozusagen sozialen Eliten des Ortes die Gerichtspersonen oder das Gerichtspersonal gestellt haben und jetzt plötzlich Richter von außen kommen, dass da durchaus eine Situation entsteht, die es für diejenigen, die Klage führen wollen, ermöglicht, beide Gerichte anzufragen. Und das ist eine Situation, die man in England tatsächlich auch beobachten kann. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Also den Rahmen der heutigen Überlegung bilden die reisenden Richter und im Verhältnis zu den County Courts, also diejenigen Richter, die in den Jahren 1279 bis 88, das ist der Ausschnitt, die sogenannten Justices in Ire England bereisten. So sieht das aus. Also erste Visualisierung digital vorliegender Daten ist erstmal, ich habe das mal gemappt. Das kann man machen. Das sieht irgendwie hübsch aus, aber viel mehr, als dass es jetzt auf der Karte gewissermaßen einen Eindruck davon vermittelt, welche Routen die genommen haben und vielleicht noch vermittelt, dass das weite Wege waren und dass sie lange unterwegs sind, kann das sozusagen für meine spezifische Fragestellung mit dem Fokus auf die Person uns noch gar nicht so viel sagen. Die Richter der King's Bench des königlichen Gerichtes ist eigentlich in Westminster tagt. Die 1286 als sogenannte umherreitende Richter nach Huntingdon kamen, waren sehr erfahrene Richter, die schon seit mehreren Jahren auf der King's Bench quasi zu Gericht saßen. Auf der Karte sehen Sie, wie ich eben schon sagte, die Ortschaften, die diese Richter aufsuchten und auch, dass sie mehrfach kamen. Also wenn Sie zum Beispiel hier, ich hoffe, Sie sehen meinen Mauszeiger, hier ist York, ne, da sehen Sie, dass sie an drei aufeinanderfolgenden Jahren da waren. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit da geblieben sind, sondern sie sind quasi einmal hoch und wieder runter und haben verschiedene Gerichtssitzungen in York abgehalten. Was Sie hier sehen, ist aber immer eine Gruppe von Richtern, die eben diese verschiedenen Gerichtssitzungen abgehalten haben. Bei diesen Richtern handelt es sich um Beamte im Dienst des Königs, die als Mitglieder des königlichen Haushalts und später eben dieser King's Bench die Ortschaften besuchten. Das erste Mal eingesetzt unter Heinrich II., Plantagenet. Und das ist eine relativ berühmte Situation, Ende des 12. Jahrhunderts. Heinrich schickt diese Männer aus, um vor allen Dingen die von ihm eingeführten Rechtsreformen durchzusetzen. Das ist die spezifische Situation des 12. Jahrhunderts. Es gibt ganz viel Literatur dazu, dass Heinrich II., Plantagenet, eine Verwaltungs- und Rechtsreform durchsetzt. Das tut er auch, das tut er natürlich nicht alleine, aber das ist sozusagen ein Moment, in dem das Rechtssystem und vor allen Dingen auch Urteilsfindung von Gottesurteilen und Zweikampfsurteilen auf Schwurgerichte umgestellt wird. Das heißt nicht, dass Gottesurteile und Zweikämpfe vollkommen aufhören mit Punkt 12. Jahrhundert, aber sozusagen der König versucht auch über diese Zentralisierungsbestrebung, die man da ja reinlesen kann, also die Tatsache, dass man die Könige ins Land schickt, dass der König die Richter ins Land schickt, kann man lesen als einen Versuch, sozusagen eine Machtabsicherung oder eine Zentralisierung durchzusetzen. Das ist so ein bisschen der Kontext für diese Besuche hier im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, Verzeihung. Um bei dem Beispiel von York zu bleiben, habe ich Ihnen hier per Google Earth mal ein Foto mitgebracht. Da sieht man, dass es den Ort, wo diese Gerichtssitzung gegeben hat, man heute in York quasi noch besuchen kann. Ja, also da sieht man diesen sozusagen zentralen Hügel, diese Art Festung, wo das Gericht quasi stattgefunden hat. Wenn man sich das für Huntingdon anschaut, dann sieht man das nicht mehr. Da sehen Sie jetzt sozusagen den Kontrast. Da, wo die Richter damals getagt haben, befindet sich heute eine mehrspurige Autobahn. Aber so ist es mit der Geschichte ja oft. Was Sie aber erkennen können, ist am Rand des Luftbildes noch den Huntingdonshire District Council, sodass man trotzdem an der Geografie eine gewisse Kontinuität einer Örtlichkeit sozusagen ablesen kann, wenn man sich dann eben auch mit diesen nicht textlichen Befunden beschäftigen möchte. Die Eiersitzungen sind zwar nicht das höchste Gericht im Land, denn man kann immer noch nach Westminster quasi vor den König selber ziehen, aber die umherziehenden Richter hatten die weitgehendsten Zuständigkeiten und entfalteten die größte physische Präsenz, da man durch ihre Visitation das königliche Gericht vor Ort quasi erleben konnte. Eine Forscherin, die sich mit diesen Akten beschäftigt hat, Anne Reber de Wint, geht für die Huntingdonshire Eier von 1286 davon aus, dass bis zu 2000 Menschen aktiv in die Verhandlungen involviert waren. Und das ist für die Zeit schon wirklich eine sehr, sehr große Gruppe Menschen. Und involviert heißt, sie waren Klägerinnen und Kläger, sie waren Beklagte oder sie traten als Fürsprecher, als Attorneys auf oder waren sozusagen als Jurores, als Jury oder eben als Richter beteiligt. Den Kalkulationen von de Wint zufolge entspräche diese Zahl etwa 6 oder 7% der Bevölkerung im Huntingdonshire. Das heißt, es ist auch eine Situation, die aus der ländlichen Umgebung von Huntingdon die Leute zusammenzieht.
Das Shire ist ja eine Verwaltungseinheit gewissermaßen, wie die englischen Bezirke aufgeteilt sind. Und diese Organisationseinheiten, diese Verwaltungseinheiten, wo es oft einen Sheriff gab, der dieser Verwaltung vorgesessen hat, die hatten eben auch eigene Gerichtsbarkeiten und eigene Gerichte, die zusammengetreten sind. Und da treten jetzt diese Richter auf, die quasi ein alternatives Gericht darstellen, mit Charakter eines Großereignisses sozusagen. Diese 6 bis 7% der Bevölkerung des Shires entspricht ungefähr jenseits, also ist sozusagen jenseits eines regelmäßig stattfindenden Jahrmarktes, den es gegeben hat im 13. Jahrhundert, quasi die größte Ansammlung von Menschen, die da zu beobachten ist. Und unter diesen Beteiligten sind Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen. The high and the low, the rich and the poor, barons, knights, bishops, abbots, merchants, virgates, cottes, the free and the unfree. Das finden wir sozusagen in einer Beschreibung, einer chronikalischen Beschreibung einer solchen Gerichtssitzung. Also ich habe einleitend gesagt, mich interessieren jetzt in diesem Projekt vor allen Dingen Akteure und Akteurinnen, und das sind eigentlich Kristallationspunkte einer Gesellschaft, die sich zu einer bestimmten Situation zusammenfinden und wo man wirklich auch quasi Schichten oder gruppenübergreifende Interaktionen beobachten kann. Die Gerichtssituation, das möchte ich behaupten, gerät auf diese Weise zu einer Arena der Interaktion zwischen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten. Dabei ist der Ablauf einer solchen Gerichtssituation aber total stabil und eigentlich immer derselbe. Zu Beginn der Veranstaltung werden die Akteurinnen und Akteure, und ich sage bewusst Akteurinnen, denn es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Frauen vor diesen Gerichten, einbestellt, die eine aktive Rolle im Rahmen der Gerichtssitzung haben sollten. Das sogenannte General Summons wird sozusagen ausgesprochen, wurde vom Sheriff vollzogen. Da spielt also die lokale Administration wieder eine bedeutende Rolle für die Organisation dieser Gerichtssitzung. Ich hatte ja vorher angedeutet, dass der Moment, wo diese umherziehenden Richter vor Ort ein alternatives oder ein zweites Gericht abhalten, durchaus Konkurrenzsituationen in der Gerichtsbarkeit auf- oder denkbar gewesen sind. Aber da sind die sozusagen Verwaltungsvorsitzenden, die Sheriffs, eben auch durchaus beteiligt, um diese Situation zu organisieren. In diesem General Summons werden die lokalen Eliten, Ritter, ehemalige Sheriffs, Free Tenants, also freie Pächter, sowie je 4 rechtstreue Männer und Vogte aus den Dörfern, je 12 Bürger aus den Boroughs, zusammen mit all jenigen, die gewohnheitsmäßig an den Sitzungen der umherziehenden Richter teilnahmen, einberufen. Dann werden die Juries gebildet. Also es gibt einen sehr sozusagen formalisierten Apparat um diese Gerichtssitzungen herum. Ich möchte aber jetzt sozusagen von dieser Situationsbeschreibung tatsächlich auf die Gerichtssituation, also sozusagen dem Rahmen, wieder auf die Situation zurückkommen und mir die Konstellationen vor Gericht anschauen. Also nicht nur, wie wird diese Gerichtssituation überhaupt hergestellt, an welchen Orten findet das statt, welche Menschen sind beteiligt, welche Machtansprüche werden sozusagen auch über diese Rechtssituation verhandelt, wenn man jetzt an die königlichen Richter einerseits und die County Court Richter andererseits denkt. Sondern ich möchte die Konstellationen vor Gericht anschauen, also in den einzelnen Rechtsfällen. Deswegen eben auch das Bild, ich gehe noch mal ganz kurz zurück vom Anfang. In diesen Quellen werden genau diese Rechtssitzungen dokumentiert. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, weil ich nicht weiß, wie groß Ihre Bildschirme sind. Aber wenn Sie sich das Foto anschauen, dann sehen Sie links immer so Marginalien, 2 oder 3 auf dieser ersten Seite. Das ist immer der Ort, wo ein neuer Fall beginnt. Das sind also wirklich ganz kurze protokollarische Notizen, die ich hier als zu Dokumentationszwecken herangezogen habe. Es ist keine umfassende Gerichtsakte, sondern in diesen Rolls wird sozusagen im Nachhinein von einem Schreiber, einem Clerk, dieser Fall nochmal zusammengefasst. Es werden die Akteure benannt oder die Akteurinnen und es wird kurz beschrieben, worum es da gegangen hat, und dann gibt es eine Notiz dazu, wie der Fall ausgegangen ist. Das sind im Prinzip die Corpora oder die Texte, die in diesem Korpus sind. Ich hoffe, dass ich anhand dieser Texte eben zu den Konstellationen vor Gericht komme, Menschen und ihre Praktiken zu beobachten. Ich möchte die Rechtspraxis als soziale Praxis untersuchen, mittels derer sozialer Status, Beziehungen und Hierarchien auf der einen Seite wirtschaftliche, aber nicht nur wirtschaftliche Ressourcen auf der anderen Seite verhandelt werden. Und die Fälle, die ich mir eben rausgepickt habe, da geht es in erster Linie um diese Landbesitzsituationen, weil man das relativ gut dokumentieren kann und weil nach dem Regierungsantritt Heinrichs II. Es auch eine relativ große Menge an dieser Art von Klagen gegeben hat. Weil Heinrich II. Ins Amt kommt nach einer Zeit, die man in der Forschung lange Jahre die sogenannte Anarchie genannt hat. Da war sozusagen die Thronfolge in England nicht so ganz leicht zu lösen. Und es hat eine Zeit gegeben,
wo sehr viele unterschiedliche Große im Reich oder in England eben versucht haben, sich auch über Besitzungen neu aufzustellen. Und Heinrich II. Verspricht, dass er das alles rückgängig macht und die Situation zur Zeit seines Großvaters wiederherstellt. Und deswegen gibt es diesen Anstieg an dieser Art von Verhandlungen, weil es eben um das Verhandeln von Landbesitz geht. Genau, also es wird Statusbeziehungen, Hierarchien und so weiter verhandelt. Das betrifft nicht nur allein die Akteure und Akteurinnen vor Gericht, also Klägerinnen, Kläger und Beklagte, sondern auch die anderen Personen, die an der Gerichtssitzung beteiligt waren. Das habe ich eben schon gesagt, Richter, Jurymitglieder, juristische Bevollmächtigte, also sogenannte Attorneys. Viele dieser Akteure und Akteurinnen sind keine professionellen Mitglieder des Gerichtes. Wir befinden uns zu einer Zeit, wo es noch keinen professionellen Juristen gibt sozusagen. Ja, also das ist die Vorphase der Inns of Court, die dann später in England ja die primären Ausbildungsstätten sozusagen praktizierender Anwälte und dergleichen Juristen werden. Sondern es sind im Prinzip Gerichtssituationen, wie wir es aber ja fürs Mittelalter auch in anderen Regionen Europas kennen, dass dort Gleiche über Gleiche richten. Ja, und es dann zu Situationen kommt, wo eben jemand, der ein bestimmtes Stück Land hat und sozusagen als Grundherr agieren kann, über die anderen Grundherren richten kann und sozusagen natürlich auch über seine Untertanen. Aber dass man sozusagen, wenn man in einer Sitzung Jurymitglied war, kann man in der nächsten Sitzung trotzdem Klägerin sein. Ja, also das ist sozusagen nicht auf Funktionen beschränkt. Bei den Eyre-Sitzungen ist die einzige Ausnahme die, dass ja die Richter von außen kommen. Aber wenn Sie sich einen County Court vorstellen, dann sind auch die Richter keine professionellen Richter. Die Frage ist also, wer ist, oder sozusagen, ich würde sagen, es ist eine Arena der sozialen Interaktion und im Moment des Gerichtes, im Moment der Verhandlung formiert sich eine Gruppe zu einem bestimmten Zweck und die Frage ist jetzt, wie sehen diese Gruppen aus? Wer übernimmt welche Funktionen? Wie wird über die geredet? Welche Rolle spielen soziale Beziehungen, Hierarchien etc.? Ich tue das jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags, denn ich glaube, ich muss mal so ein bisschen zu meinen Beispielen kommen, anhand von 4 Frageoptionen. Ich schaue mir zunächst einmal an, was konnten Akteure und Akteurinnen vor Gericht eigentlich erreichen? Was für Verhandlungsergebnisse gibt es? Das kann ich anhand des Textmaterials und das eben digitalisiert und dann in einer Volltextsuche, Keyword in Kontext, was man da alles machen kann, relativ gut herausfinden. Und dann vielleicht auch gegenüberstellen. Ich möchte zweitens nach den relationalen Beziehungen, den sozialen Beziehungen der Akteure und Akteurinnen fragen, die ich in den Dokumenten natürlich nachvollziehen kann. Also wie oft wird da Ehefrau genannt? Wie viele Töchter und Söhne oder andere sozusagen relationale Vokabeln tauchen auf. Da kann man sozusagen Vorbildung im Bereich der Begriffsgeschichte und historischen Semantik erahnen. Ich bin also erstmal auf der Textebene und schaue mir Worthäufigkeiten und Wortverteilungen quasi an. Dritter Punkt, welche Funktionen gibt es, welche Rollen werden benannt? Denn obwohl es sozusagen natürlich noch keine professionellen Richter gab, hat ja jemand diese Funktion übernommen und das musste auch sprachlich ausgedrückt werden. Also ich suche also nach Funktionswörtern, wenn man so will. Und zum Schluss kann man über die Personennamen natürlich auch nochmal versuchen, über prosopografische Informationen Netzwerke zu erschließen, die mich eigentlich interessieren. Also ich habe im Moment so ein bisschen die Intuition, dass das ein Projekt wäre, mit dem man gut über historische Netzwerkanalysen tatsächlich weiterkommen kann. Aber das wäre so ein bisschen mein letztes Beispiel jetzt für die nächsten paar Minuten. Also, ich frage danach, was die mittelalterlichen Akteure erreichen wollten. Das impliziert natürlich, dass sie gewisse Spielräume vor Gericht hatten. Die Situation, die ich eben ganz kurz geschildert habe mit diesen verschiedenen Gerichtssituationen, also wir stellen uns ein County vor, die darauf eingestellt sind, dass zweimal im Jahr da eine Gerichtssituation passiert und jetzt kommt diese zweite Option dazu. Und sie können tatsächlich innerhalb des englischen Mittelalters beobachten, dass Menschen ihre Fälle von Gericht zu Gericht schieben. In der modernen Forschung heißt das oft entweder Claiming Court oder Forum Shopping. Also sozusagen aus den internationalen Beziehungen kennt man das, dass es eine Situation gibt, in der verschiedene Gerichte zuständig sein könnten und man sich das Forum aussuchen kann, vor dem man seinen Fall verhandelt. Und es gibt fürs mittelalterliche England tatsächlich verschiedene Rechtsmittel, diese Writs, diese Kategorisierung von Writs, die es einem Akteur, einer Akteurin ermöglicht, einen Fall vor einem anderen Gericht noch einmal zu verhandeln oder überhaupt vor einem anderen Gericht zu verhandeln, wenn nachgewiesen werden kann, dass das erste Gericht nicht das richtige Recht gefunden hat. Das ist natürlich vor allen Dingen deswegen möglich, weil es keine
Gesetzestexte in dem Sinne gibt, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen, sondern es ist vor allen Dingen Präzedenzrecht, was wir hier vor uns haben. Das heißt, wenn man hier nachweisen konnte, dass ein ähnlicher Fall wie meiner schon mal auf eine bestimmte Art und Weise entschieden worden ist und das passiert bei mir nicht, dann kann ich das schon als Grund nehmen. Das muss bezeugt werden von 4 anerkannten Menschen, die sozusagen zu meiner Bezugsgruppe gehören. Wenn das entsprechend bezeugt wird, dann kann ich damit zu einem anderen Gericht gehen. Das passiert tatsächlich. Können Sie sich vorstellen, es gibt County Courts, es gibt grundherrliche Gerichte, also Äbte zum Beispiel oder Grundherren haben eigene Gerichtsbarkeit und natürlich auch sozusagen Zugriff auf die Leute, die ihr jeweiliges Land bestellen. Und dann kann man das so hoch eskalieren. Und das geht einmal hierarchisch, also sowas wie der Instanzenzug, was wir auch später im Reich natürlich kennen. Das geht aber auf der spezifischen Organisationsstruktur des mittelalterlichen England auch regional überlappend. Es gibt die Counties, es gibt die Shires, es gibt sozusagen regionale Verwaltungsbezirke. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, das Shire, da sitzen nicht die richtigen Leute, könnte ich theoretisch motiviert sein, das an ein anderes Gericht zu ziehen. Mir ist bewusst, dass das eine sehr moderne Voraussetzung irgendwie ist. Ja, also dass ich mir jetzt sozusagen vorstelle, wenn es ein solches System gibt, dass ich dann den Akteurinnen und Akteuren natürlich aus meiner Perspektive unterstelle, dass sie das auch ausgenutzt haben. Aber man kann eben beobachten, dass tatsächlich einzelne dieser Verschiebungen nach in den Quellen auftauchen und dass man das nachvollziehen kann, dass es einzelne Akteure und Akteuren gegeben hat, die sich das System zunutze gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer. Denn ich habe Ihnen ja gezeigt, in den Roles sind das jeweils immer nur so kleine Absätze. Da wird es natürlich überhaupt nicht diskutiert, ob es da eine Motivation gegeben hat oder nicht, sondern es wird nur vermerkt, dass es dann später nochmal vor einem anderen Gericht verhandelt worden. Was ich mir hier aber jetzt angeschaut habe, ist im Prinzip eine Keyword-in-Kontext-Suche, das kennen Sie. Also ich habe das Material digitalisiert, mehr oder weniger händisch transkribiert. Ich habe aber auch einige Editionen verwendet, um zum Beispiel Transkribus-Modelle zu trainieren, um möglichst viele dieser Bestände auch digitalisieren zu können. Und was ich jetzt hier gemacht habe für den Bestand, ist, dass ich erstmal danach geguckt habe, welche Wörter tauchen denn auf, die sozusagen den Abschluss eines solchen Falles markieren könnten. Da habe ich Misericordia genommen, Concordia und Judicium. Misericordia ist oftmals verbunden damit, dass sozusagen Ausgleichszahlungen passieren. Concordia ist eben die Einigung, der Vergleich, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und Judicium ist ein Urteil. Und da sehen Sie von der Verteilung schon, dass Judicium keineswegs das Wort ist, das am häufigsten vorkommt. Das hatte ich aber eben auch schon mal angedeutet. Misericordia hat mit 958 Vorkommen die höchste Trefferzahl, während Concordia und Judicium etwa gleich auf sind. Die Kollokate, die dabei am häufigsten Verwendung finden, deuten darauf hin, in welchen Kontexten die gesuchten Wörter auftauchen und geben auf diese Weise erste Hinweise auf ihre Verwendungsmuster. Das ist so ein bisschen die Grundoperation, die mich auch in meiner Diss begleitet hat. Ich gehe davon aus, dass ein Wort seine Bedeutung im Kontext erhält, schaue mir also die Wörter an, die drumherum stehen und versuche daraus Schlüsse darauf zu ziehen, welche Bedeutung, welchen Kontext, welches Konzept hinter einer Zeichenfolge, die es ja schlussendlich erstmal ist, stehen könnten. Auffallend, wenn auch nicht überraschend, sind hier einige Funktionswörter verzeichnet, die auf den formelhaften Sprachgebrauch der Gerichtsdokumente hindeuten. Also sowas wie in, it, eo, per und so weiter. Ne? Das ist irgendwie spezifische formelhafte Struktur dieser Dokumentation. Für Untersuchungen dieser Art eignen sich digitale Methoden besonders. Das ist auch überhaupt nicht neu und das ist sozusagen, glaube ich, auch etwas, was man relativ leicht erschließen kann. Was ich hier weiterentwickeln wollen würde, wäre eben genau diesen formelhaften Sprachgebrauch einzubeziehen. Als ich angefangen habe, historisch-semantisch zu arbeiten, habe ich immer solche sogenannte Stop-Word-Lists gemacht, wo man ja eigentlich immer Funktionswörter oft raussortiert, weil es keine bedeutungstragenden semantischen Termini sind im eigentlichen Sinne. Wenn man sich Rechtstexte anschaut, sind die aber eigentlich die, die am meisten Bedeutung tragen. Ja, also weil man, wenn man die Argumentation nachvollziehen will, natürlich genau dieses Item, Ideo und so weiter sich eigentlich anschauen sollte, um überhaupt den Verlauf einer solchen Argumentation sich anzuschauen. Was ich mir erhoffe davon, ist, dass ich über solche Keyword-in-Kontext-Suchen und quasi einen ersten Überblick bekomme über das Material und meinen Blick darauf leiten kann, welche Verwendungskontext oder Gebrauchssituation besonders spannend wären, um weitere Fragen anzuleiten. Also warum steht da Testatum daneben oder Murdrum, was ein bestimmter, das ist ganz unten rechts, das Wort in der letzten Spalte sozusagen, das ist eine bestimmte Art von Verbrechen. Und warum, ne, welche Verbindung ist da? Ist das sozusagen eine Rechtsetzung, dass das auf jeden Fall mit Judicium enden muss? Das wären so Fragen, die man jetzt da weiterverfolgen könnte. Wenn man das ein bisschen mit einem anderen Tool aufschlüsselt, dann kann man sich solche Keyword- und Kontextlisten auch anders anzeigen lassen. Das ist EndConc.
Das basiert, also da muss man einfach TXT-Dateien einspeisen. Das sind Standalone-Tools, das können Sie auf Ihrem Rechner laufen lassen. Das ist im Prinzip die gleiche Abfrage, nur in einer anderen Darstellung und mit einem anderen Tool generiert. Was hier passiert ist, dass sozusagen die daneben stehenden Wörter nochmal eingefärbt werden und man einfach einen besseren Überblick bekommt, was steht direkt rechts, was ist das nächste Wort links und so, und man einfach nochmal eine andere Form der visuellen Aufbereitung einer solchen Liste bekommt. Was man hier sieht, ist, dass Misericordia in der Mehrheit am Ende oder ganz zu Beginn der Fallbeschreibungen verwendet wird. Am Ende steht es als Ergebnis der Verhandlung, nämlich dass eine Geldstrafe verhängt wird. Am Anfang steht es vor allem in Klammern und das ist dann eben der Edition geschuldet, die auf diese Weise die Marginalien ausdrückt. Da muss ich also wieder auch ins materiale Material zurückgehen und mir quasi angucken, wo kommt jetzt diese Klammer her. Ne? Da haben wir die Übersetzung von Handschrift auf Edition auf digitales Format sozusagen. Da müsste man natürlich im Preprocessing vielleicht noch das eine oder andere anders markieren oder sich ein Tool aussuchen, worüber man das direkt ansteuern könnte, weil dann könnte man auch eine Summe aller Fälle quasi erstmal bilden über die Marginalien, die mit Misericordia enden zum Beispiel. Na, das ist so ein bisschen wieder der Blick auf die Textstruktur. Gleiches Prinzip, diesmal mit Concordia oder Concordandi. Ja, da sehen Sie auch, dass das Lateinische durchaus gar nicht notwendigerweise, da wird, das ist sozusagen Eulen nach Athen tragen zu Tim Gehlhaar. Die Erkenntnis, dass es nicht nur über Nomina oder Nomen funktioniert, diese lateinische Sprache, sondern ganz viel auch über substantivierte Verbformen. Also eigentlich wird da ganz viel getan und gar nicht so viel gesetzt. Das ist kein Nominalstil oft in diesen Texten. Das kann man hier ganz schön sehen, weil Sie sehen das Gerundium bzw. Gerundivo, das da dann diesen Platz einnimmt. Also auch bei Einigungen oder Vergleichen werden links des Suchwortes immer wieder Geldbeträge genannt, rechts vor allem die Namen derjenigen, mit denen der Vergleich geschlossen wurde. Also auch da wieder über Textstruktur kann man versuchen, die Logik dieser Argumentation zu verstehen. Frau de Wind hat ausgerechnet, dass etwa 14% der Fälle mit einem Vergleich endeten, 19% wurden vertagt, 6% unterwarf sich der Beschuldigte ohne Verhandlung, bei 22% wurde die Verhandlung gar nicht erst zu Ende gebracht. Das kann man sozusagen jetzt dann an Häufigkeiten über das Gesamtkorpus für diese Gerichtssitzung erheben. Diese Übersicht zeigt sehr schnell, dass ich bei der Vorauswahl der Wörter, ich habe ja nach Concordia, Judicium und Misericordia gesucht, sehr voreilig war. Das ist so eine Operation, die man in der Begriffsgeschichte relativ schnell lernt. Ja, ich gehe an einen Korpus heran mit einer bestimmten Vorstellung dessen, was ich da finde. Ich hätte aber vielleicht erstmal das Korpus befragen sollen nach den Wörtern, die da auftauchen, um dann meine Suche zu verfeinern. Ja, das ist so eine, also was heißt Falle, aber es sind eben diese zwei Wege, über die man sich einem solchen Korpus nähern kann. Man kann entweder nach bestimmten Dingen suchen, die ich aus der Forschung vielleicht schon spannend fand und einfach nach lateinischen Entsprechungen zu suchen, oder ich hätte das Material befragen können, um eben auf eine andere Art und Weise mich dem Material zu nähern. Denn was man sehen kann, wenn man sich jetzt zum Beispiel Judicium anschauen würde, ist, dass das oft gar nicht das Urteil ist, sondern dass es auch eine Situation bezeichnen kann, wo die Jury mehr Beweise verlangt und dann die Akteure und Akteurinnen zu einer weiteren Verhandlung einlädt. Das heißt, meine Intuition, dass Judicium was mit dem Ende eines Falles zu tun hat, war vollkommen falsch. Und das kann man dann über solche schnellen Blicke auf die Textstruktur dann relativ bald sehen. Die zweite Fragerichtung, und Thorsten, du unterbrichst mich, wenn ich jetzt zu lange rede. Ne? Ich fange ja immer an zu erzählen. Also wenn mir gleich die Zeit davonläuft, musst du mir ein Signal geben. Die zweite Fragerichtung widmet sich jetzt den sozialen Beziehungen. Und jetzt ist hier gar nicht, Ihr Bild ist gar nicht weitergegangen, oder? Doch jetzt. Jetzt springt es. Jetzt haben Sie auch Bubbles, oder? Also kleine Kugeln auf Linien vor weißem Hintergrund. Okay, gut. Was ich jetzt hier versucht habe, und jetzt muss ich mal meinem Skript gleichzeitig weiterschalten, das sind jetzt die Herausforderungen des digitalen Vortrags, nicht nur der digitalen Methoden, dass ich nicht vergesse, Ihnen Dinge zu erzählen, die ich Ihnen erzählen wollte. Also was ich hier gemacht habe auf jeden Fall, ich habe mit Voyant Tools gearbeitet. Das ist eine über Webinterface adressierte oder erreichbare Visualisierungssuite von verschiedenen Tools und habe jetzt nach diesen Beziehungswörtern gesucht. Also Uxor, die Ehefrau, Filius bzw. Filia, Sohn oder Tochter, Frater, der Bruder, Soror, die Schwester, und habe mir anzeigen lassen, an welchen Stellen auf das Korpus verteilt, beziehungsweise in diesem Fall auf die einzelne Rolle, diese Wörter auftauchen. Und wie häufig und wann sie sich überschneiden.
Denn neben der Häufigkeit von Wörtern und Wortkombinationen erlauben solche Tools auch eine Visualisierung der Verteilung der Häufigkeiten über den Text. Also es geht dann nicht mehr nur über die Häufigkeiten, sondern auch vor allen Dingen, an welchen Textstellen werden welche Kombinationen verwendet. Hier geht es also um die Distribution. Jede Schnur steht für ein Dokument. Und das ist wieder jetzt sozusagen etwas, was man in Frage stellen muss, weil die Art und Weise, wie diese Dokumentation aufgeteilt ist, es ist immer die Membran. Das heißt, es ist immer die Seite. Das Dokument, was hier als Dokument gedacht wird, ist also keineswegs ein Fall. Und oft endet die Membran natürlich auch nicht an der Stelle, wo man jetzt gedacht hätte, dass ein Fall zu Ende ist, sondern muss auf der nächsten Membran weiterlesen. Das heißt, eigentlich ist es eine kontinuierliche Kette, auf die verschiedene Perlen aufgezogen sind. Was man sehen kann, ist, dass Ehefrauen und Kinder eigentlich immer in den gleichen Fällen eine Rolle spielen. So ist es auch bei Agnes und Johanna, bei meinem Beispiel am Anfang, die jeweils durch ihre Beziehung zu ihren Männern und ihren Söhnen beschrieben werden. Die kommen eben auch nur als Uxor, Frat oder Soror oder sowas vor. Fratra und Soror sind nicht nur wesentlich seltener im Gesamtkorpus, also ich habe hier einfach nochmal eine andere Auswahl getroffen, deswegen verändert sich die Visualisierung leicht. Sie erscheinen auch in der Distribution singulärer. Das sind die pinken und wirklich dunkellila Kugeln. Ja? Also die Bezeichnung Bruder oder Schwester ist halt relativ seltener im, bezogen auf die Bezeichnung als Ehefrau oder dergleichen. Ihre Position in unmittelbarer Nähe zu einer Uxor- oder Filius-Bubble, wenn Sie so wollen, zeigt aber erneut, dass Beziehungen zum Ausdruck gebracht werden wahrscheinlich. Das würde ich in einem nächsten Schritt wieder über eine Keyword- und Kontextsuche natürlich überprüfen müssen. Also hier ist mir ganz wichtig, dass solche Formen der Visualisierung auch wieder nur ein Schritt im Forschungsprozess sind, der mich auf den Gedanken bringt, eine bestimmte Suchoperation anzuschließen. Also ich müsste jetzt natürlich gucken, ob dieser singuläre Eindruck davon, dass Fratres und Sorores immer einzeln stehen, auch überhaupt in den Dokumenten bestätigt wird. Also wieder ist sozusagen das digitale Tool im Forschungsprozess zu verstehen und nicht das Ergebnis des Forschungsprozesses, sondern ich möchte anhand dieser Visualisierung sozusagen mehr über das, über den Fragenkomplex verstehen, den ich vorgeschlagen habe. Man kann weitere Operationen anschließen. Was ich als nächstes gemacht habe für die dritte Frage, Funktionen vor Gericht, und das ist jetzt wieder die Beobachtung der lateinischen Sprachspezifität vielleicht auch. Neben sozialen oder familiären Beziehungen, die in der Dokumentation aufscheinen, sind auch funktionale Beziehungen interessant. Also wer tut was vor Gericht oder was wird mit jemandem gemacht? John Hudson schreibt, das ist ein Rechtshistoriker aus England, schreibt den privaten Gerichten der Feudalherren eine Schlüsselfunktion bei der Verwaltung zu. Und da ist es eben spannend zu beobachten, welche Funktionen das jeweils in den einzelnen Sitzungen zum Tragen kommen. Das heißt, eigentlich gibt es eben, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, gibt es keine Richter, keine Jurymitglieder, die immer die gleiche Funktion haben. Was sie jeweils tun, wird eben über Verbformen ausgedrückt, ist eigentlich der Trick an dieser Folie, um Ihnen zu zeigen, dass es gar nicht so sehr um die Jurores oder Judex oder sowas geht, sondern eher um die Verbformen. Das sehen Sie bei Jurator, taucht es so ein bisschen auf, ist aber auch doppeldeutig von der lateinischen Wortform her. Was Sie in blau aber aufscheinen sehen, sind vor allen Dingen Verben, die sozusagen die Handlung vor Gericht beschreiben, die mit einer bestimmten Funktion verbunden ist und nicht so sehr die Funktionswörter. Auch das ist eine sehr sprachwissenschaftliche Herangehensweise, sozusagen, dass man sich überlegen muss, wie funktioniert die Sprache eigentlich? Ne? Wieder, was suche ich, beziehungsweise was lasse ich mir vom Text sagen? Als letzte Suchbewegung habe ich mir jetzt nochmal die Menschen angeschaut. Also ich hatte ja vom Anfang an behauptet, ich glaube, dass man über die Menschen am meisten erfahren kann und dass vielleicht auch der Versuch, historische Netzwerke zu bauen, die auf der dieser Datenbasis generiert worden sind, interessant sein könnten. Glück ist Geschick. Es ist die Huntingdonshire Eye von Frau de Wint herausgegeben worden und es gibt ein Personenregister. Ich musste also viele dieser Recherchen nicht selber machen, sondern ich konnte mir quasi das Personenregister erstmal zur Hand nehmen, um einen ersten Überblick zu bekommen. Ein Ausschnitt aus diesem gedruckten Personenregister habe ich auf die Folie gedruckt. Und da sehen Sie, unterstrichen sind genau diese drei Personen, die ich am Anfang genannt habe, also Agnes Angley, John Angleys und ihr Sohn Walter, mit ganz kurzen prosopografischen oder biografischen Informationen. Was Sie aber auch sehen können, ist, dass verzeichnet wird, welcher sozialen Gruppe die Individuen angehören. Also Sie sehen das hier in der Liste. Bei Agnes steht Widow of John in Klammern V. Und bei den anderen beiden auch in Klammern V. Wenn Sie jetzt darunter den Eintrag für John Envies anschauen, steht da ein K in Klammern.
Und die Editorin hat hier eben vorgeschlagen, dass man diese Personen einer bestimmten sozialen Gruppe zuordnet, was für mich noch dankbarer ist, weil ich dann genau das angucken kann, wer eigentlich in einem Gerichtsfall auch über soziale Grenzen hinweg Klage führt. V steht in diesem Fall für Villager, also für Angehörige der Dorfbevölkerung. Dann gibt es RL als Regional Landholders. Es gibt die Ritter bzw. Adligen, das ist das K für Knight. Und dann gibt es noch Clerics, die mit einem C markiert werden. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe erstmal die Namen und ihre Zugehörigkeiten zu sozialen Kategorien geplottet. Und dann ergibt sich so ein etwas unscheinbares Netzwerk, von wo Sie die Kugeln relativ gut erkennen können, dass Sie nämlich einmal, das ist jetzt sozusagen nur reingezoomt, hier unten die Roten, das sind alles die Dorfbewohner, das sind Villagers untereinander. Dann haben Sie hier oben die Blauen, das sind die Regional Landholders. Und hier unten in Grün, das sind die Ritter. Sie sehen schon aber, dass sich in diesem Netzwerk andeutet, dass bestimmte Personen genau diese Zuordnungen tatsächlich überschreiten. Was ich hier geplottet habe, ist einfach, wer taucht im gleichen Gerichtsfall auf und welcher sozialen Kategorie oder sozialen Gruppe gehören diese Personen an. Und da sehen Sie, dass es durchaus Überschneidungen gibt. Was man hier auch plotten könnte, wären die Kanten, die Sie quasi zwischen den einzelnen Leuten hier sehen. Man könnte auch über Familienzugehörigkeiten zum Beispiel nachdenken. Ja? Also dass man versucht, diese Gruppen noch weiter zu differenzieren, nicht nur nach Kategorie Villager, sondern auch, welche dieser Villager gehören dann zum Beispiel zu einer Familie. Und wenn man dann in diese einzelnen Cluster im Netzwerk hier reinzoomen würde, dann könnte man da noch mehr sozusagen sehen und auch noch differenziertere Fragen an das Material richten. Eine solche differenziertere Frage habe ich noch versucht, und zwar habe ich jetzt zusätzlich in mein Netzwerk aufgenommen die geografischen Bezugspunkte der Personen. Denn im Personenregister wurde mir immer mitgeteilt, wo die gewohnt haben, beziehungsweise wo sie jeweils Land hatten oder beackert hatten oder zu lehen hatten. Und jetzt sehen Sie so ein bisschen ausgegraut, da habe ich vor allen Dingen mit Gefi gearbeitet, um das auch nochmal gesagt zu haben, ausgegraut quasi die Netzwerkstruktur, die ich eben schon hatte, und gehighlightet in Gelb jetzt die Verbindungen zu verschiedenen Orten. Wenn Sie also hinschauen, dann sehen Sie links, dass Richard und Robert Bohm, das sind die hier in der Mitte, Mitglieder einer ritterlichen Familie, offensichtlich dokumentierte Verbindungen nach Ramsay, Stawtree und Coppingford hatten. Das sind die Orte, die hier in Gelb hervorgehoben sind. Ja, wir finden uns immer noch im Huntingdonshire, und das werden jetzt die einzelnen Lokalitäten sozusagen hervorgehoben. Diese Lokalisierung legt nahe oder kann gedeutet werden, dass Sie als Feudalherren soziale Beziehungen zu anderen Personen hatten, die mit diesen Orten verbunden waren. Das kann sein, dass sie sozusagen das verwandtschaftliche Beziehungen bestanden haben oder dass eben auch soziale Abhängigkeiten auf diese Art und Weise geplottet werden können. Rechts sehen Sie die weitere Verbindung ausgehend von Ramsay, die eine Familie aus dem Kontext der regionalen Landbesitzer hervorhebt. Also wir gehen diesmal von Ramsay aus, und Sie sehen hier oben die Familie Catworth sozusagen, die untereinander Verbindungen hat. Und die eben hier in die Gruppe der Regional Landholders gehört. Also auch da kann man über das Netzwerk jetzt verschiedene dieser Kanten- und Knotenbeziehungen quasi mit Semantik oder mit Bedeutung ausstatten. Das ist in den Tools dann auch relativ leicht, glaube ich, um diese Arten von Fragen zu stellen. Die Tatsache, dass Ramsay als Knoten selbst so nah bei den Villagers liegt, also so nah in dieser unteren roten Gesamtcluster, liegt daran, dass die meisten Personen, die eben eine Verbindung zu diesem Ort hatten, dieser sozialen Kategorie angehören. Also auch da kann man sozusagen sehen, ne, wie stark dieses regionale Netzwerk sich mit diesem sozialen Cluster verbindet oder vielleicht auch andere Interpretationen zulässt. Was ich glaube, dass man auch sehen kann, ist, dass der Blick auf die Orte die Reichweite der Zuständigkeit des Eiergerichts zeigt. Also ich hatte ja gesagt, es gibt diese beiden Systeme, einmal regional, County, Shire, Boroughs und so weiter, die einzelne Gerichtsbarkeiten ausbilden. Und es gibt eben die Eiergerichte, die dann in diese Lokalitäten kommen oder in diese Orte kommen und womöglich für mehr Orte zuständig sind, als die regionalen Einzelgerichte zuständig gewesen wären. Könnte auch ein Grund dafür sein, warum da so viel mehr Gerichtsfälle zum Beispiel verhandelt werden. Das könnte man darüber sehen, dass man versucht, diese Fälle oder die beteiligten Personen auch in Verbindung zu bringen mit ihren regionalen Herkunftsorten. Das ist meine vorletzte Folie, versprochen. Wenn ich mir jetzt die Interaktion vor Gericht anschauen möchte, und jetzt habe ich quasi nicht familiäre Beziehungen geplottet, sondern tatsächlich immer die
die Personen mit einer Kante verbunden, die gemeinsam vor Gericht auftauchen. Dann sehen Sie immer noch Schwerpunkte, die vergleichbar sind zu vorher. Um Ihren Sehgewohnheiten entgegenzukommen, hätte ich das eigentlich drehen müssen, damit Rot weiter links unten ist, damit man irgendwie weiß, wie man Vergleichbarkeit herstellt. Das ist jetzt leider oben. Aber hier sind die Villager, hier sind die Regional Landholders und hier sind die Ritter. Und ein paar gelbe Kleriker haben sich dazwischen verteilt. Und was ich hier als Box markiert habe, sind eben die Verbindungen, die geschaffen werden über die Gerichtsfälle. Die Verbindungen sind jetzt also nicht über die Familie, die sind nicht über die Orte, die sind nicht über sozusagen feststehende soziale Hierarchieebenen, sondern die entstehen vor Gericht. Und das sind deswegen, und die in der Mitte sind deswegen spannend, weil das die sind, wo sich sozusagen Ritter nicht gegenseitig verklagen oder gegenseitig vor Gericht begegnen, sondern wo sie Interaktionen pflegen vor Gericht, die über diese zugegebenermaßen natürlich durch editorische Praxis gesetzte soziale Zuordnungen funktionieren. Dabei kann ich noch nicht sehen, in welcher Funktion sie interagiert haben. Also ich weiß noch nicht, ob die sich wirklich gegenseitig verklagt haben oder ob sie aus anderen Gründen vor Gericht aufgetaucht sind. Ja, es kann ja auch sein, dass eine Person, die dem Ritterstand zugeordnet wird, in der Situation als Juror oder als sozusagen Vorsitzende einer Gerichtsverhandlung aufgetaucht ist. Das müsste man sich dann noch wieder genauer anschauen. Aber was man sehen kann, ist, dass es diese sozialen Interaktionsarenen gibt und dass die eben durch Gerichtsverhandlungen, durch diese Situationen hergestellt werden. Spannende Überlegung, die ich da anschließen würde, ist, wie stabil sind diese Verbindungen eigentlich, wenn sich die Gerichtssituation auflöst? Fände ich auch für die Diskussion vielleicht noch ganz interessant, ne? Weil wir kommen in diesen Situationen natürlich Leute zusammen, die in einem relativ festen Setting miteinander interagieren, die dann aber wieder von Gericht weggehen und dann womöglich ganz andere, in andere Beziehungen, in andere Netzwerke zurückkehren. Deswegen glaube ich, dass für die Art und Weise, also für das Material und für die Fragen, die ich daran richten möchte, zu Interaktionen zwischen sozialen Gruppen und zwischen Individuen, diese Netzwerke ganz spannend sein könnten, weil man die immer wieder anders aufspannen kann. Das war's im Prinzip. Also das ist jetzt einer dieser umherreitenden Richter. Genau, ich glaube, ich hoffe, ich habe mit diesem Ritt zugegeben über verschiedene sozusagen Zugänge auf das Material, einmal sozusagen eher textgerichtet, einmal eher auf die Personen bezogen und die verschiedenen Methoden, die ich angewendet habe, genügend Fragen aufgeworfen, die wir jetzt diskutieren können, die sich so ein bisschen um diesen Komplex drehen, was ist eigentlich möglich, anhand dieses mittelalterlichen Materials auch mit den digitalen Methoden zu fragen und was für Antworten sind da zu erwarten. Dankeschön.